Hallihallo Freunde, heute werde ich mal ein kleines Leck hier unten beseitigen, und zwar das Kühlwasserleck ein bisschen. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Denn heute soll es um dieses kleine Päckchen hier gehen. Ganz kleines Teil, aber oho. Und ich hoffe, ich kann euch heute hier in dem Video zeigen, warum das Teil so oho ist. Ganz kurz vorweg gesagt, im Straßenverkehr ist es nicht erlaubt. Also ihr dürft es nur auf Rennstrecke benutzen oder was auch immer. Ich will euch einfach nur mal zeigen, was das Ganze verhindern kann. Wenn das Ganze wirklich so aussieht, wie es online beschrieben wird, dann werdet ihr auf jeden Fall merken, warum ich mich dafür entschieden habe. Und zwar geht es heute um dieses kleine feine Ding hier. Das ist das AGR-Ventil und das versaut euren Motor. So wird es zumindest online beschrieben. Wir gucken jetzt mal rein und gucken uns das Ganze an. Und wie ihr das verhindern könnt, zeige ich euch dann. Schaut euch das mal an, der ganze Ruß, der hier drin ist, der kommt nur davon, und das werden wir jetzt verhindern. Und vorher machen wir das Ganze natürlich sauber. Die Seite des AGR-Ventils mache ich auch einfach nochmal mit sauber. Ich weiß gar nicht, ob man das machen muss, weil das dann ja quasi außer Gefecht gesetzt ist, aber trotzdem reinigen lohnt sich immer. Wenn ihr das Ganze jetzt schön gesäubert habt, dann kann das Ganze rückwärts wieder zusammengebaut werden und dann kommt unser kleines Päckchen endlich zum Einsatz. So, und jetzt zeige ich euch mal, was hier drin ist. Und zwar ist das quasi nur eine Platte, die könnt ihr euch auch selber bauen, aber im Internet kostet die so um die 8 Euro, 7 Euro mit einer Dichtung noch. Und die zeige ich euch jetzt, wo das hinkommt, damit diese Verrußung nicht wieder stattfindet. Und bevor ihr den Flansch jetzt verschraubt, nehmt ihr eure Dichtung und das kleine Blech und schiebt es hier zwischen, und dann habt ihr auf jeden Fall für immer Ruhe. So, und ich muss zugeben, auf dem Gebiet bin ich lange nicht der Experte. Ich habe mich ein bisschen durchgelesen, warum das Ganze jetzt überhaupt. Also hier habt ihr mal einmal das Resultat, was da jetzt rauskam. Das AGR ist das Abgasrückführungsventil. Und wie es halt schon der Name sagt, die Abgase werden zurückgeführt. Und dadurch verrußt das ganze Zeug hier natürlich wahnsinnig. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass das hier nur ein Vorzeigebeispiel war, was ihr machen könnt. Auf der Straße ist das Ganze nicht zugelassen, weil ihr so natürlich die Abgase ein bisschen verändert und dann ist das Ganze wieder hinfällig. Ob ich das Ganze wieder ausbaue oder nicht, das könnt ihr euch ja selber überlegen. Und ansonsten, ich konnte euch weiterhelfen und ich glaube, das tut dem Motor ganz gut. Also man soll sogar ein bisschen Leistung verspüren und ein bisschen weniger Verbrauch. Ob das Ganze jetzt der Fall ist oder nicht, werde ich dann beurteilen, wenn es denn soweit ist und wenn ich ein bisschen Strecke gefahren bin. Bei 68 PS, glaube ich, merkt man eh nicht so viel Unterschied in der Leistung. Vielleicht ja im Verbrauch, das wäre ja ganz schön. Ganz guter Nebeneffekt. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Den Schmodder hier werde ich jetzt los. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!